Ding, 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 ding. Die Schlammschlacht geht in die nächste Runde um Project Lead. Ja, sie haben jetzt die erste Alpha rausgehauen und da haben sie schon mal den ersten Schritt gut über die Bühne gebracht, denn viele haben ja gesagt, Leute, da ist noch nicht mal ein Spiel hinter, diese Scam-Vorwürfe und so weiter, ihr kennt die ganze Geschichte. Und das Ganze haben die Entwickler jetzt natürlich über die ganze Zeit der Alphas mitzutragen. Entsprechend war natürlich das große Fragezeichen, wie wird die erste Alpha aussehen? Und sie sah verdammt gut aus. In Zahlen zusammengefasst haben sie insgesamt 1200 Spieler kostenlos reingelassen. Auch dieser Scam-Vorwurf ist also erstmal von der Bühne. Das heißt, die Spieler konnten sozusagen kostenlos rein. Dazu kamen dann die Spieler, die sich in die Alpha eingekauft haben, was aber nur ein kleiner Teil ist. Das sieht man auch in den Steam-Zahlen. Also da bestätigt es das Ganze. Insgesamt hatten wir in der Alpha einen Peak auf Steam, also eine maximale Anzahl von gleichzeitigen Spielern von 304. Das passt wirklich sehr, sehr gut. Das korreliert sehr, sehr gut mit diesen 1200 kostenlosen Accounts, die sie für Spieletester rausgehauen haben. So ist dann. Ja. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf diese Alpha eingehen und jetzt sagen, wie toll das alles war. Tatsächlich ist es ja so, dass wir momentan einfach extrem wenig Expected Loot Shooter haben. Tatsache ist auch, dass das ganze Thema hier extrem kontrovers und emotional diskutiert wird. Deswegen möchte ich es einfach mal so im Raum stehen lassen. Ich lasse im Hintergrund ein paar Bilder laufen. Und ich denke, für uns ist es wichtig, uns die zweite Alpha anzuschauen. Wie ist der Schritt von Alpha 1 zu Alpha 2 und wie geht das Ganze weiter? Ist da vielleicht Progress? Ist da kein Progress? Stillstand und so weiter und so fort. Deswegen jetzt an dieser Stelle nicht, was war in der ersten Alpha, sondern was passiert hier zu Alpha 2. Fangen wir mit der KI an, und zwar sagen sie hier, dass es die AI weniger A und mehr I haben wird, also weniger artificial, das heißt, die Bots sollen sich vernünftiger bewegen, intelligenter verhalten, und weniger mehr I heißt einfach, dass sie sozusagen taktischer und strategischer sich bewegen und ein realistisches Abbild geben sollen. Also die KI soll grundsätzlich nochmal besser werden zur zweiten Alpha. Gleichzeitig wollen sie den Netcode verbessern. Hier gab es wohl Probleme mit der Hit-Registration. Und zwar ist es so, dass es ein Grundpattern gab beim Schießen, dass man das Gefühl hatte, wenn man genau auf den Kopf war, geht vielleicht eine oder andere Kugel, obwohl man genau drauf ist, daneben. Auch das wurde jetzt erstmal angegangen für die Alpha 2. Und was auch ein wichtiges Thema war, das waren die Medikamente. Und zwar ist es so, es gab noch keine Animationen großartig in der ersten Alpha. Das ist so ein Thema für sich, das kommt sicher alles später. Allerdings war es so, dass die Zeit viel, viel zu kurz war, in der Medizin appliziert werden konnte. Man konnte sich sehr, sehr schnell heilen. Also beim Rennen sozusagen die Medikamente spammen und wieder mit 100% Leben weiterkämpfen. Das wird jetzt eingeschränkt zur zweiten Alpha. Also Medikamente verabreichen dauert viel, viel länger und wird effektiver gleichzeitig. Wir haben nämlich einige Blutungen gehabt, leichte Blutungen, schwere Blutungen, die durch eine Applikation von Verbänden nicht entfernt wurden. Und das wird jetzt verbessert, sodass man wirklich gezielt die Blutungen und sonstige Effekte, die auftreten, mit Medikamenten besser behandeln kann. Ein ganz großer Punkt war die Geschwindigkeit des Spiels. Abgesehen davon, dass natürlich das Loot-Verhältnis für die Alpha ein ganz anderes war, also der Loot war stark erhöht zum Testen. Es war ja ein Stresstest im Grunde genommen, diese erste Alpha. Aber auch, dass die Game-Mechanik, die Spielmechanik an sich wurde genau analysiert. Viele haben gesagt, das ist mehr COD-like als Tarkov-like, weil es sehr, sehr, sehr schnell war, sehr, sehr schnelle Bewegungen, sehr schnelles Rennen. Einige fanden es sehr, sehr cool. Andere sagten, wenn sie aber Realismus wollen, dann ist das viel, viel zu schnell. Also für die zweite Alpha ist es so, sie haben sich das zu Herzen genommen und machen tatsächlich jetzt die Bewegung langsamer. Also das Rennen, haben sie gesagt, wird langsamer und das Laufen, also das schnelle Gehen, wird ein wenig langsamer. So ist erstmal die Aussage von den Entwicklern und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auswirken wird in der zweiten Alpha. Umgekehrt werden aber die Aktionen beschleunigt. Also wir reden hier von Klettern, Ducken, Aufstehen und so weiter. Das war alles sehr, sehr langsam und sehr träge. Und diese Bewegungen werden jetzt verbessert für die zweite Alpha, dass man viel schneller klettern, ducken, aufstehen und so weiter kann. Was anscheinend auch einige Spieler gestört hat, war das Strafen, also die Seitwärtsbewegung in ADS, also während man mit der Waffe zielt. Die Bewegung war wohl zu schnell und auch die wird langsamer gemacht, sodass man nicht mehr so schnell Seitwärtsschritte machen kann, wenn man die Waffe im Anschlag hat. Gleichzeitig konnte man auch relativ lange Strecken laufen und auch die Energie sehr schnell wieder regenerieren und auch das gehen sie jetzt an. Also der Ausdauerverbrauch im Allgemeinen wird stark erhöht und man ist viel schneller außer Puste. Die Qualität der Visiere fand ich sehr, 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 sehr unterschiedlich. Manche waren sehr, sehr geil, andere wiederum, ja, hätte ich nicht mal auf meine Drittwaffe gepackt. Und ja, jetzt sagen sie erstmal, dass die Sicht, also die Klarheit sozusagen der Visiere, vor allem auch der Scopes, stark verbessert wird, und zwar aller Visiere. Also, das soll alles auf einen Nenner gebracht werden. Und wenn wir schon dabei sind, alles aufeinander bringen, dann wollen sie auch ans Inventar ran. Und zwar ist es hier so, dass erstmal ein
Sortiersystem rein soll. Also das hat wirklich gefehlt, dass der ganze Stash automatisch sortiert wird. Übrigens, wer die Alpha nicht gespielt hat, es gibt ein Autosort-System in Raid. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur noch zwei Slots hat, die sozusagen horizontal liegen und ein Item, zwei Slot-Item bekommt, was vertikal, eine vertikale Form hat, dann dreht sich das automatisch, wenn man das in den Rucksack packt. Also wir haben sozusagen eine Autosortierfunktion im Rucksack, aber eben nicht im Stash, also nicht in der Basis, das soll jetzt kommen, wahrscheinlich per Knopfdruck, dass wir dann automatisch sortieren können. Auch soll man jetzt schnell stapeln können, also Items, zum Beispiel Medikamente oder Essen, soll eben automatisch gestapelt werden, sodass man nicht viel einzelne Stapel bekommt, also logisch so Basic-Sachen eigentlich. Aber sehr, sehr wichtig jetzt für die Munition. Ich selber hatte auch das Problem, dass ich am Ende sehr viel hochwertigere Munition hatte, aber gar nicht gesehen hatte, was ist, welches Kaliber. Man musste sich genau einprägen, wie sieht die Munition genau aus. Also die Munition zu sortieren im Stash war unglaublich schwer. Das soll auch einfacher gemacht werden. Jetzt sieht man die Munitionsbezeichnung im Stash direkt, sodass man sagen kann, okay, das ist für meine AKM, das ist für die M4 und so weiter, dass man halt eine viel, viel bessere Übersicht über die Munition bekommt. Und das war auch wirklich notwendig. Wer Spieler wiederbelebt hat, wird bemerkt haben, dass Spieler teilweise schon vor Ablauf des Balkens wiederbelebt wurden. Das ist ein Bug gewesen. Und zwar ist es so, dass ursprünglich angedacht waren, dass es 15 Sekunden dauert, einen Spieler wiederzubeleben. Und das soll jetzt auch eingehalten werden für die zweite Alpha. Also 15 Sekunden Wiederbelebungszeit. Was das Waffenverhalten allgemein angeht, ich muss sagen, ich persönlich fand das Waffenverhalten sehr angenehm. Also ich hatte jetzt nichts auszusetzen, allerdings wollen sie jetzt an zwei Punkten drehen. Einmal ist die Grundstreuung der Waffe wohl nicht zu ihrer Zufriedenheit gewesen und das zweite ist das Recoil-Verhalten. Da muss ich sagen, ich fand es angenehm, aber viele haben auch gesagt, das ist einfach zu wenig Recoil insgesamt. Ja, ist ja auch gut. Also Recoil wird erhöht, die Streuung wird angepasst. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir persönlich war der Punkt Waffensound ein viel größerer Punkt. Sie haben momentan die Waffensounds noch nicht implementiert gehabt. Es waren sozusagen Platzhalter für viele Sounds. Einige Waffen wie die M6 zum Beispiel klangen schon sehr, sehr geil. Aber die M4, AKM, AK-74 und so weiter, die klangen halt alle gleich. Und da wünsche ich mir, dass sie zu Alpha 2 bereits Waffensounds einbringen. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu voreilig. Aber das wäre mein persönlich größter Wunsch, dass geiler Waffensound in der zweiten Alpha zu hören sein wird. Da haben sie aber leider nichts von gesagt. Dann sind die Schadensbugs behoben worden. Also Schadensbugs, es ist so, dass wenn man auf einen Bot geschossen hat, beispielsweise auf den Kopf, dass er dann nach 10 Schüssen teilweise nicht down gegangen ist. Mit der anderen Waffe ist er mit einer Kugel down gegangen. Das war wohl ein Bug. Es gab mehrere dieser kritischen Schadensbugs. Die haben sie jetzt wohl alle identifiziert und sind ebenfalls behoben, sodass der Schaden korrekt verteilt wird. Dann ein Punkt war die Kamera, die bei einigen Spielern verbuggt ist. Wenn man irgendwelche Sonderzeichen im Namen hatte, ist es wohl passiert, dass die Kamera, also die Sicht sozusagen in den Boden gewandert ist und man nicht laufen konnte, sich nicht bewegen konnte. Das war ein Bug. Gut, der ist behoben, hat wohl viele Spieler im Ausland betroffen. Ich glaube, wir in Deutschland hatten jetzt das Problem eher weniger oder gar nicht. Aber jetzt sehr, sehr interessant, der letzte Punkt. Und da sagen sie einfach Performance, Performance, Performance. Kurz zu meiner Performance. Ich hatte ungefähr einen FPS-Wert von 80 bis 110 im Durchschnitt. Bin ich in ein Gebäude reingegangen, ist runtergegangen auf 60, 40. Und einmal hatte ich sogar FPS-Wert von 20 innerhalb eines Gebäudes. Also das war wirklich Katastrophe. Außerhalb hatte ich eigentlich immer gute Performance. Zwischen 80 und 110 FPS, das war schon geil. Und ich habe ja auch auf sehr hohen Einstellungen gespielt, also Maximaleinstellungen. Von daher, das ist schon interessant. Sie sagen halt, dass es trotzdem viele, viele Spieler gab, die mit Rechnersystemen anderer Art dann wirklich große Probleme hatten. Deswegen ganz, ganz großer Fokus, Performance, 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 Performance. Und das soll dann direkt zu Start von Alpha 2 umgesetzt sein. Das sind soweit schon mal ganz gute Punkte. Wir bleiben natürlich weiterhin kritisch. Auch eine Kaufempfehlung ist weiterhin momentan noch nicht gegeben. Aber das gilt eigentlich für jede Alpha. Das ist ja wirklich nur für die Hardcore-Supporter im Grunde genommen gedacht. Also eine Kaufempfehlung, erstmal abwarten, wie das Spiel weitergeht, wie die Entwicklung aussieht. Man kann weiterhin kostenlose Keys anfordern für die Alpha-Playtests. Das funktioniert eigentlich ganz gut, dass sie da welche rausgeben. Wir werden dann sehen, wann es weitergeht. Und zwar haben sie jetzt gesagt, in der Woche vom 15. bis zum 19. April. In diesem Zeitraum wird die zweite Alpha starten. Genaue Datum kommt noch. Und ja, das bedeutet auf jeden Fall einen Start in der Woche. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann das dann genau sein wird. Und ja, in dieser zweiten Alpha werden wir keine neue Map sehen. Die neuen Maps sollen zu der Beta erst kommen. Aber die Prolog-Map wird erweitert. Also sie sagen 15-20% größer, neue Bereiche. Und während der zweiten Alpha kommen auch weiterhin immer wieder neue Bereiche hinzu. Die Map wird wachsen in der zweiten Alpha, auch wenn wir neue Missionen kriegen, neue Missionsbeschreibungen, auch für die alten Missionen. Und sie sagen, jede Woche weiterhin neue Missionen. Also man sieht schon, da haben sie jetzt das Development durchgeplant. Da müssen wir auch ganz genau darauf achten, wie das aussehen wird.
Zusätzlich zu den neuen Missionen wird auch der Loot angepasst. Wir hatten ja in der ersten Alpha einen stark erhöhten Lootpool. Also wir haben alles gefunden, konnten alles nutzen. Das war Sinn der Sache, es war ein Stresstest. Jetzt ist es anders. Loot ist begrenzt und wir müssen handeln, wir müssen kaufen, wir müssen verkaufen, wir müssen auf unser Geld achten. Ja, ich bin gespannt, weil ich habe auch so wenig Schalldämpfer gefunden in der ersten Alpha. Mal gucken, ob das nochmal krasser wird oder ob sie den Bereich vielleicht so ein bisschen anheben. Bin ich sehr, sehr gespannt. Und noch eine sehr, sehr gute Nachricht. Wir bekommen eine Shooting Range, also einen Schießstand, wo wir unsere Waffen testen können. Also da freue ich mich auch schon besonders drauf, die Waffen dann in der Basis testen zu können. Leute, denkt dran, Vorsicht nach wie vor ist gewahrt. Trotzdem heißt es nicht, das Spiel oder alles Mögliche runterzuhaten. Werft lieber einen neutralen Blick drauf. Lasst euch sozusagen nicht beeinflussen, sondern urteilt selbst. In dem Sinne, ich freue mich auf das nächste Datum. Haltet euch im Laufenden, verabschiede mich an dieser Stelle und sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.